Heute ist mein freier Samstag und ich habe jetzt schon die Hausarbeit erledigt und jetzt nutze ich noch die Zeit, um eine Runde spazieren zu gehen. Vorhin war wirklich so schöner Sonnenschein, mittlerweile ist die Sonne weg, aber es ist mild, wir haben 10 Grad. Und ja, es war richtig schön vorhin, die Babys sind 3 Stunden draußen gehüpft und haben natürlich auch das etwas wärmere Wetter und die Sonne genossen. Hervorragend, jetzt wollte ich nochmal in die Stadt fahren, weil ich mein Handy aufladen muss, die Karte. Und dann brauche ich noch ein Geschenk. Und jetzt hat es zu regnen angefangen. Leute, wir gehen jetzt nicht raus. Du warst heute lang genug draußen. Ja, von der Sonne habe ich heute nicht viel mitbekommen. Jetzt überlege ich. Ja, doof. Aber ich konnte immerhin endlich mal meinen Wintermantel waschen. Da habe ich nämlich schon die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich den endlich waschen kann. Und es war so kalt, dass ich ihn nicht waschen konnte, weil es einfach so kalt war, dass man ihn jeden Tag anziehen musste. Und die Jacke einfach zu kalt gewesen wäre. Aber heute konnte ich ihn endlich waschen. Leute, möchtest du ins Schlafzimmer? Ha? Möchtest du ins Schlafzimmer? Mir ist übrigens meine Kleiderstange mal wieder runtergefallen. Das ist so nervig. Ständig fällt die runter. Das ist halt so eine, die man nur zwischen die Wand spannen muss. Aber irgendwie hält die nicht so richtig. Habt ihr da vielleicht irgendwelche Tipps, was man da machen kann, dass sie besser hält und halt nicht immer runterrutscht? Ja, was mache ich jetzt? Fahre jetzt nochmal los. Es macht keinen Spaß bei Regen. So, ich habe die Zähne zusammengebissen und bin gefahren. Bei Regen mit dem Rad unterwegs zu sein, ist immer nicht so angenehm. Aber es ging noch. So, dann schau ich mal. Waking up in my cold sweat, feel like I'm deep in debt without you. I'm sitting up in my lonely bed, wondering what I just said. Abendessen für die Babys. Karotte? Mimi, komm her. Heute seid ihr ein Frühaufsteher oder seid ihr eine Nachteule? Wobei man ja auch, theoretisch, wenn man eine Nachteule ist, kann es ja auch sein, dass man trotzdem früh aufstehen muss. Aber so vom Prinzip her, Frühaufsteher oder Nachteule. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag, wenn ihr das Video seht. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen.